In meinem Buch Mein Schmetterlingsjahr geht es um eine Reise, die ich 9 Monate lang quer durch Europa unternommen habe, um seltene Schmetterlinge zu beobachten. Ich habe Schmetterlinge im Alter von 6 Jahren entdeckt. Mein polnischer Ziehvater hat mich mit der Welt der Schmetterlinge vertraut gemacht. Und als ich dann einmal eingetaucht bin, gab es für mich kein Halten mehr. Und was mich an Schmetterlingen besonders interessiert, ist diese lange Metamorphose, diese vielen Stationen vom Ei über die Raupe zur Puppe, bis dann endlich dieser Schmetterling ausschlüpft. Und das zu beobachten, was sich manchmal über Monate hinzieht, ist ein faszinierender Prozess. Die schönsten Erlebnisse, muss ich fast sagen, meines Reisejahres sind natürlich immer dann, wenn du den Falter, den du dir vorgestellt hast, den du sozusagen von Abbildungen aus Filmen her kennst, tatsächlich dann vor Ort findest. Also wenn du einen Isabella-Spinner, den ich jahrelang aus der Ferne nur angehimmelt habe, wenn der plötzlich in der spanischen Sierra an so einem Baumstamm sitzt und die Flügel ausbreitet, dann hast du das Gefühl, die Zeit bleibt stehen. Dann entsteht das, was Nabokov mal sozusagen den Moment der Ekstase nannte, von dem er sagte, in den alles einströmt, was ich liebe. Das ging mir genauso. Das, was Schmetterlinge brauchen, sind die uns bekannten Magerwiesen, wo alles bunt durcheinander wächst, wo all diese diversen Futterpflanzen vor Ort sind. Und das wird ja alles weggemäht und wir machen dann Monokulturen. Also da kommt dann nur noch Mais hin oder es kommt nur noch Kohl hin. Und damit vertreiben wir sozusagen die Schmetterlinge aus ihren eigentlichen natürlichen Lebensräumen und arbeiten an deren Verschwinden. Ein kleiner Beitrag wäre schon, die Motte, die abends ans Licht fliegt, nicht irgendwie totschlagen, sondern das Fenster aufmachen, das Licht ausmachen, dann ist sie nicht mehr geblendet und ihr den Weg nach draußen wieder leiten. Das wäre zum Beispiel eine Hilfe. Das ist ein Birkenspinner. Also das sind sozusagen die ersten Gäste, die wir tagsfliegend auch neben den Tagfaltern bei uns sehen. Und diese Raupe, wenn sie dann sozusagen verpuppungsreif ist, geht sie in die Erde, spinnt einen Faden und sammelt dann diese Erde um sich, aus der sie so eine Art Kokon bildet. Und wir können ja mal versuchen, diesen Kokon aufzureißen. Da kommt sie. Eine Welt ohne Schmetterling ist für mich eigentlich nicht denkbar. Und immer wenn es in den Herbst geht, denke ich so, jetzt hast du es das letzte Mal gesehen und die kommen nie wieder. Und wenn dann im Februar der erste Aurora-Falter durch den Park fliegt, dann schlägt mein Herz höher. Ich denke, es geht wieder von vorne los.